Hallo und guten Abend. Heute ist Freitag, der 20. August 2021, und ich melde mich wieder mit meinem Videoblog hier aus dem Klinikum Rhein in der Matthias Stiftung. Ja, die aktuelle Lage hier im Kreis Steinfurt, die hat sich verändert, nachdem wir tatsächlich in den letzten Wochen, ich habe ja immer darüber berichtet, so ganz langsame, stetige Anstiege hatten, haben wir jetzt zum ersten Mal seit langem fast wieder eine Verdopplung in der Inzidenz. Wir sind nämlich von 35 auf 61,6 jetzt angestiegen innerhalb von 7 Tagen, und das spiegelt sich auch in den anderen Trends wieder. Also ist bundesweit inzwischen auf 48,8 wieder hochgegangen, und Nordrhein-Westfalen ist mit der Spitzenreiter mit einer Inzidenz im Schnitt schon von 83,4. Natürlich sind das nicht alles Erkrankte. Ich werde das ja immer wieder in den Kommentaren angeschrieben. Nein, das ist mir auch klar. Das sind Nachweise von Viren im PCR-Abstrichen, aber das sind alles Menschen, die einen Virusinfekt im Hals haben, wo das nachgewiesen wird, und die das vor allen Dingen auch weitergeben können. Und diese Anzahl, die steigt halt an, und von daher ist die schon sehr aussagekräftig, auch was die gesamte Lage angeht. Wir haben jetzt auch die Steigerung in den Krankenhäusern zu spüren bekommen, nachdem die ganzen letzten Wochen immer wirklich 0, 1 oder 2 Corona-Patienten überhaupt im Krankenhaus waren, haben wir jetzt einen rasanten Anstieg in knapp zweistelligen oder zweistelligen Bereich sogar schon. Und wenn man sich das anguckt, was sind das für Patienten? Da ist einer bei, ein über 80-Jähriger, der hat aber nicht eine Corona-Erkrankung, sondern der hat auch im Rahmen der Aufnahmetestung einen Nachweis von einer eindeutigen Menge von Viren im Hals, aber liegt auf einer anderen Station und ist operiert worden, und ist aber nicht an Covid erkrankt. Richtig, da sieht man, er ist nämlich doppelt geimpft. Klar, er kann das Virus tragen, aber er ist nicht dran erkrankt. Die ganzen anderen, die wir haben, die sind im Schnitt 47, und die jüngste ist Mitte 20, der im Moment hier ist, und davon liegen sogar welche auf Intensivstationen. Da sieht man, dass sich das ganze Thema verändert, und es kommen auch von den vielen, vielen jungen Infizierten jetzt tatsächlich auch welche im Krankenhaus an. Bisher ist noch keiner wirklich dramatisch schlecht und schwer erkrankt, aber das ist in meinen Augen eigentlich nur eine Frage der Zeit, wann das leider wiederkommt. Und deshalb sehe ich diese ganzen Veränderungen, die jetzt kommen, tatsächlich auch sehr kritisch. Ich weiß nicht, was raus wird. Jetzt sind ja seit dieser Woche auch die Schulen wieder offen. Wie das nun weitergeht, wie sich das weiter übertragen wird und wie das sich zahlenmäßig entwickelt, keine Ahnung. Ich kann das viel schlechter einschätzen als letztes Jahr, weil diese Einschätzung, wenn ein kranker alter Mensch erkrankt, dem ging es dann richtig schlecht, wenn der sich infiziert hat mit Corona. Und das ist bei den jungen Leuten natürlich jetzt anders, auch bei den jüngeren oder mittelalternden Erwachsenen. Muss man einfach abwarten. Letzte Woche hatte ich angesprochen, ach so, eine Sache noch, ich gucke gerade auf meinen Spickzettel, die Anzahl bei den schulpflichtigen Kindern, also 5 bis 14, und den jungen Erwachsenen, da sind wir hier im Kreis auch inzwischen bei circa 100 mit der Inzidenz. Also da tut sich ordentlich was. Frage des Herbstes, so hatte ich das ja letzte Woche benannt, wird ja sein, welche Regelungen gelten wo. Wir haben jetzt ja seit heute eine neue Corona-Schutzverordnung hier für NRW. Da ist ja vieles geregelt. Ganz einfach, alles unter 35 braucht gar nichts tun, und alles über 35, da gelten so ein paar Regeln. Vor allen Dingen gilt da halt die 3G-Regel überall. Und ohne diese 3Gs geht bald nichts mehr. Allerdings gibt es da noch Unterschiede in manchen Bereichen. Zum Beispiel beim Thema Singen gilt die genesen oder geimpft und getestet durch PCR-Test. Ich habe mich heute mal so ein bisschen, ich hatte nicht so viel Zeit heute, darum zu kümmern, wo man hier im Kreis Steinfurt überhaupt einen PCR-Test so freiwillig auf Selbstzahlerbasis bekommt und was das dann kostet und wie schnell das dann geht. Da bin ich noch nicht ganz hintergestiegen, da mache ich mich aber nächste Woche schlau und werde dann berichten, wo man diese Tests dann überhaupt bekommt und wie schnell,
man das Ergebnis dann auch bekommt. Da bin ich sehr gespannt drauf, wie das gelöst werden soll, denn die Antigenteste und die Testzentren, das hat ja wirklich gut funktioniert, da ist auch Verlass drauf und da gibt es auch viele Bereiche, wo man mit einem Antigentest hingehen kann, aber eben nicht überall. Und da muss man schon genau aufpassen, wenn man sich als nicht Genesener oder Ungeimpfter irgendwo hinbegibt, dass man dann halt auch den richtigen Test mitbringt. Ich bin sehr gespannt, was da rauskommt. Bin ein bisschen unglücklich darüber, weil natürlich bei so einem Test die Zeitspanne dann natürlich mit 48 Stunden schon wieder relativ lang ist. Und da ist fast die Frage, ob nicht ein direkter Antigentest vor einem Besuch oder einem Treffen oder einem Meeting oder was auch immer nicht dann besser ist als ein 48 Stunden alter PCR-Test. Aber das ist meine persönliche Meinung. Ich glaube, der eine oder andere sieht das auch so. Aber das hatte ich ja schon letzte Woche angedeutet. Jetzt vor der Bundestagswahl werden wir nicht die unbedingt besten und sinnvollsten Lösungen präsentiert bekommen. Das ist leider so. Ja gut, ansonsten gilt natürlich trotzdem weiter. Jeder von uns, von euch hat es selbst in der Hand, was zu tun, nämlich darauf zu achten, mit Maske rumzulaufen und entsprechend selbst so dafür sorgen, dass, wenn man unbemerkt selbst Träger ist, das nicht zu verbreiten. Also ein klein bisschen haben wir es auch selbst in der Hand und da möchte ich jeden zu aufrufen, das auch weiterhin zu tun und nicht zu denken, jetzt ja gut, jetzt ist eh alles offen, dann können wir auch alles wieder machen. Nee, man kann viel machen, man kann auch gut überlegt, sehr viel sogar machen, aber eben nicht alles und man sollte es weiterhin mit ein klein bisschen Verstand machen. Okay, das soll es gewesen sein für diese Woche. Ich wünsche allen und auch vor allen Dingen heute meinen Stammhörern und Zuschauern einen ganz lieben Gruß. Ich werde häufig darauf angesprochen, dass die regelmäßig gucken, wenn Patienten hier sind. Das freut mich immer und dieser Gruß ist ganz besonders an Sie alle, meine Stammhörer und Patienten, dass Sie mir hier folgen. Ansonsten wünsche ich natürlich allen, die mich zufällig oder in gewohnter Weise hören, ein schönes Wochenende und wasch die Hände, Wochenende, bis nächste Woche.